Ja, Leute, Part 6. Wir müssen ja erstmal wieder kurbeln. Wie immer. Drehen. Auch ein komisches System. Man dreht da ein bisschen und dann kommt das Ding automatisch runtergefahren. Naja. Wollen wir uns mal nicht beschweren, wir können froh sein, dass es läuft. Ja. Schrotmunition. Ja. Ich bin gerade im siebten Himmel, Leute. So. Schrotmunition schon mal zuerst. Energie ist hier wirklich Mangelware. Ja gut, ich nehme mal eins mit. Das kann ich ja, glaube ich, hoffentlich immer noch nehmen. Ich glaube, du musst da irgendwie sowieso wieder zurück, glaube ich mal. Genau, wenn ich dann da wirklich zurück muss, dann. Okay, war gut, dass ich sie mitgenommen habe. Da brauche ich eine Ja. Pistole nur. Weil jetzt, spiel mal gleich Krokodok, ne? Ja, und ich krieg natürlich wieder den kranken Zahn, wie immer. Sieht immer aus, als wenn er uns schon gekriegt hat. Ja. Finde ich aber auch ein cooler Gegner. Es sieht echt mal was Neues, ey. Schlange, Kroko, sind alle mit dabei. Spinnen. Spinnen, die am Spinnen sind. Ist halt die Frage, ne? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schießt er immer weiter auf den drauf, dann wird er hier in die Wand reinkrachen. Und ihr kriegt, glaube ich, noch irgendwie wieder ein Farbband oder so eine Scheiße. Zwei Schuss für den Kroko ist okay. Das können wir vertragen. Ja. Yes. Gerade noch auf, jetzt auf einmal zu. Wenn alle Gegner so easy werden. Ja. Ist hier noch irgendwas? Gucken kann man ja mal, ne? Ey, da verarzt uns mal bitte. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Das war eine extrem schnelle Verarztung, ne? Ja. Ja. Fällt mir jetzt gar nicht mit dem grünen Kraut. Gut, dass du das gleich wieder umgestellt hast, umgedreht hast, weil sonst wären wir hier nicht Genau hochgekommen. deswegen, ja.
vom Ader. Edersche. Ist da nichts, wenn du da noch geradeaus weiterläufst? Ja. Jetzt kannst du nach oben gehen, ja. Kannst du vielleicht zurückgehen. Ja, das war, glaube ich, jetzt defekt. Oder das kannst du drehen. Das kann sein. Wir werden es mal probieren. Tatsächlich. Good job, Stefan. Wo waren wir denn gerade? Kamen von daher, ne? Da drüber, ne? Ja. Wir müssen auch hier lang. Lass mich den Leon kennen, lässt er die jetzt wieder vor. Oder? Können wir uns erst laufen. Ja. Das ist was ganz Neues. Ich glaube, die haut aber jetzt ab. Die rennt jetzt weg, glaube ich. Wie immer. Oder? Die rennt fast immer weg. In jedem Teil. Resi 4, Resi 2. Die Sherry auch. Nur im 6er, da hat sie große Schnauze. Ja. Nö, die geht immer noch mit. Und da warst du schon. Jetzt sind auch plötzlich die Spinnen weg. Ja, die Ader holen sie sich nicht. Obwohl die ja viel hübscher und knackiger, glaube ich, wäre. Ja gut. Leon ist ja auch noch jung. Ah, Leon ist vielleicht mehr dran. Boah, ich dachte jetzt gerade. Hast du gesehen, wie ekelhaft das war? Was sie gerade gemacht haben? Da rechts dran. Ja. Gut, um Platz zu sparen, hätte ich eigentlich eben schon das eine reintun können. Hätte ich auch beide Krauts mitnehmen können. Beide Kräuter. Nö. Schneller, Wasser da abläuft. Sagenhaft. Oh doch. Hast gesehen, wie das gespritzt hat. Patsch. Hier müsste ich gleich die Verbesserung der Schrotflinte irgendwann finden. Hoffentlich kommt jetzt nicht schon der Zug. Das wäre heftig. Na gut, den würden wir, glaube ich, noch besiegt bekommen, aber ich vermisse den Granatwerfer, ich vermisse die Magnum, ich vermisse eigentlich alles gerade. Es ist irgendwie, fuckt es mich gerade wieder ab. Ich glaube, wenn wir was spielen, kriegen wir extra das Schwierigste. Ja gut, der Zug ist klar, dass er da noch kommt. Ich gucke jetzt gerade erstmal hier, was? Liegt hier irgendwas? Nö, liegt gar nichts. Dann müssen wir erstmal Strom anmachen. So ungewohnt, dass Ada uns hinterherläuft. So lange vor. Ich glaube, die muss wirklich schon mittlerweile schon fast auf uns stehen. Wenn es weiter so geht, braucht die ihren John gar nicht mehr zu suchen. Der man eigentlich nie sieht, glaube ich, in Resi, ne, John? Soweit ich weiß, ich weiß auch nicht. Dead Aiden, glaube ich? Ich weiß es gar nicht. Heftig. Drauf. Kannst du dir deine Waffe geben, Ada? Oh Mann. Es war schön, dass wir so schnell vorankommen, aber ohne Munition gefällt mir das überhaupt nicht. Siehst du noch zum Schluss, dass ich wieder mit dem Messer rumhänge? War bei mir bei der Evil Win 2 so. Richtig heftig, ey. So, jetzt gibt's ein verstecktes Dings. So, jetzt, wo natürlich Licht brennt, sehen wir natürlich was in der Ecke. Juhu. Du
Das wusste ich, glaube ich, auch nicht. Oder musste ja, man das machen? Ja, das kannst du mit Leon machen. Das musst du auch machen. Und dann wusstest du es auch. Ich glaube, du musstest es nicht machen. Das ist jetzt eine Box, um Munition zu bekommen. Wie so eine Munitionsbox. Nee, dann habe ich das noch nie gemacht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich das schon mal gesehen hätte. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir die Magnum verkackt haben. Das glaube ich, dass wir gar nicht mehr zurückgehen. Wir haben irgendwas verkackt. Warum sollten wir jetzt noch überall zurückfahren? Glaubst du das? Niemals. Dann Post Mahlzeit. Danke, Ada. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich hier schon die verbesserte Schrotflinte hätte. Nee, die kommt jetzt hier. Genau hier wird die kommen. Ja, oder so. Das weiß ich nämlich noch. Gut, dass wenigstens Ada da mal mithilft. Ja, genau. Danke, Ada. Du bist die Beste. Nee. Stopp. Zurück. Ada, komm, mach mal auch was. Geh mal einen Schritt zurück, ob die dann schießt oder was. Nee, du musst auch einmal schießen. Dann tötet sie den. Oder auch nicht. Scheiß! Ah, die kleinen Penner, ey. Ich hab mich gerade erschrocken wieder. Okay, das heißt, wir haben nochmal 5 Schuss Schrot gefunden. Perfekt. Was ist das denn für ein Schlüssel, den du da jetzt gefunden hast? Überhaupt? Das müsste der Schlüssel, soweit ich sein, müsste das entweder der Schlüssel sein für... Nee, es ist eine W-Box. Das ist... Irgendein Spind ist das, unten im Labor. Das ist ein Spind. Den machst du auf und dann müsste, wenn du Glück hast, ist, glaube ich, zwei Sachen. Einmal eine MP und oder ein mit mehr Platz, mit Inventar. Du kannst dann aussuchen, wenn du später dann halt Claire spielst, hast du dann nur noch das dann da, was du genommen hast, also was du nicht genommen hast. Stimmt. Ja, mach du mal die Arbeit, oder? Also ich bin nun mal keiner, der Männerarbeit von Frauen erledigen lässt, aber es wäre schon mal gut, wenn du das machen würdest. Bitte, mach mal, schieß mal. Da. Ada, mach mal. Weil, meine Munition, ich muss in den Endgegner, ihr pennt wieder alle. Ada hat ihn fertig gemacht. Sehr gut. Was haben wir hier Schönes? Ich kriege es. Oh Mann, da kommen wir schon mal lang, oder? Ich hoffe, du musst doch eh noch ein bisschen schießen mit der Pistole. Du kannst sie gleich nachladen, dann sollte es reichen. Da würdest du bitte? Geht die weg? Sagenhaft. Muss auch erst nachladen. Ich renne jetzt jedem Ding hinterher. Grünes Kraut, Munition. Ey, mach das mal fertig, Ada. Komm. Ada. Typische Frauen hier im Spiel. Am Himmel raus Schnauze, aber schießen nicht. Wenigstens haben wir jetzt schon mal die verstärkte Schrot gleich. Ich habe jetzt einen Teufel drüben einsetzen. Yeah. Da steht mal ein Heilspray im Schrank. Aber ich würde erst mal und. Magnum-Munition.
Magnum-Munition, ich krieg die Katze. Nimm natürlich gleich sofort auf, ist logisch. Aber wir müssen auch erstmal den Magnum bekommen, ne? So, gleich. Ist hier mal angetatscht worden? Na ja, komm, du fängst mal antatschen, Sachen verschwenden, das ist. Das haben wir genug gemacht bisher. Ja. Das ist wirklich Quatsch. Das. Die Munition behalte ich auf jeden Fall noch. Wer weiß, Birkin kommt nämlich auch bald. Und da Birkin bald kommt. Nur eigentlich froh sein. Oh, da oben war noch eins. Sehr gut. Das freut mich schon mal. Die Magnum-Munition nehme ich jetzt auch gleich nochmal mit. Ja, nochmal. Den zweiten, ne? Ja, ich würde das andere einfach mal lassen. Wer weiß. Wirklich das Schlimmste des Schlimmen, weil dann könnten wir noch viel abwählen. In diesem Waiting-Raum könnten wir noch einiges machen. So, erstmal, ne, kann ich überhaupt? Nein, kann ich auch nicht. Ich muss jetzt erstmal die Sachen weg und die Magnum-Munition mitnehmen. Vielleicht kriege ich sie ja noch. Ich kann es nur hoffen. Kann auch sein, dass da unten im Labor ist und ich mich jetzt ein bisschen vertue. Aber wir könnten nur rein theoretisch in diesen Raum. Wir haben aber noch keine Karte oder nichts bekommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Wir haben auch immer noch diesen Schlüssel vom Polizeirevier. Was vergessen. Definitiv. Das kannst du eigentlich weglegen, weil Polizeirevier kommt jetzt eh nicht mehr hin. Das heißt, wir haben irgendeine Tür noch nicht benutzt. Naja, gut. Wir kamen von unten. Puh. Langsam bin ich nervös. Bald kommen die IVs. Hier irgendwas für uns. Irgendwas Schönes. Irgendwas. Hier. Das lohnt sich auf jeden Fall, alles abzusuchen. Das auf jeden Fall. Ah. Meins. Da wir jetzt hier in dem Außenbereich sind, gucke ich trotzdem mal. Ist hier noch irgendwas? Wollen wir mal gucken, dass wir den Zug in Bewegung setzen. Kann natürlich jetzt sein. Das kann natürlich schon sein. Nee, war mir klar. Gut, dann gehen wir erstmal in den Zug rein. Wenn es geht. Ich glaube, im Zug liegt, glaube ich, der Schlüssel. Das kann sein, genau. Aber und später bei Claire steckt er dann. Wenn du Leon gespielt hast. Da hast du vollkommen recht. Sehr gut. Wir sind ja vor Claire hier. Ich weiß glaube ich, was da drin ist. Oder? War das? Sah aus wie ein Erste-Hilfe-Ding. Hier irgendwas. Bremse. Erinnert mich ein bisschen an Zero, wenn du da an so einem Zug hängst. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, du aktivierst jetzt das Ding und dann kommt er. Dann kommt unser Freund und Kupferstecher, ne? Ja. Ja, ich will gucken, dass ich die 5 Schuss da drauf ballerst und dann kombinieren. Ja, das ist klar, logisch, das sonst vom Arsch. Problem ist, mit der Schrot und so, den zu besiegen, es wird jetzt heftig. Wo ist die Magnum zum Teufel? Ich war schon echt am überlegen, ob wir zurückrennen. Wir könnten ja rein theoretisch zurückrennen, ne? Nochmal, oder? Ich glaube, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Oh, wei, oh, wei. Jetzt sowieso nicht mehr, die fahren ja jetzt da runter. Ich glaube, du kannst auch nicht mehr hin und her fahren.
kräftig. Ui, scheiße. Ada. Ada, can you hear me? Come on, snap out of it. Keinen Sinn. Ich muss da raus. Geht's ab, Leute. Ich halte alles drauf, was ich habe. Ich weiß, dass der viel schluckt. Und wir spielen nicht auf leicht. Das war echt, ich glaube, das war schon fast ein Fehler, ey. Verdammte Scheiße. Birkin. Stufe 1. Ne, Stufe 2 ist es. Stufe 2. Stufe 1 haben wir schon hinter uns. Sonst sind wir mit dem Granatwerfer drauf geschossen. Erzählen. Eine Schrotschuss? Ne. Genau wie bei Resi 1, Kameraperspektive. 2. 3. Weg. Ja, ja. Vier. Fünf. Und weg. Noch geht's. Warum kombinieren? Waffenteil. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hast du wieder voll, jetzt hast du auch 7. Einmal nur. Ah, kein Risiko. Scheiße, Kevin. Hart. Das war vielleicht gerade die Hälfte, weil jetzt hat er mal zurückgeschickt. Haben. Das müsste aber langsam jetzt mal checken, ey. Jetzt humpelt er. Ich schieße jetzt nicht drauf, das müsste es gewesen sein. Genau die 5 Schuss. Hat der was? Nee. Gut, ihm konnte man eigentlich schon noch gut ausweichen, ne? Was heißt es richtig gut, aber es ging noch. Aber zum Schluss, das Problem ist, da braucht man Distanzwaffen. Normal eine Magnum oder was? Er ist auch nicht so stark, der hat dich zweimal geschlagen, da warst du gelb. Also von daher war das jetzt nicht so. Das ist heftig. Aber zum Schluss wird er heftig, das weiß ich nicht genau. Und das ist zum Kotzen. Wir brauchen Munition, alles was wir kriegen können. Don't die on me, Ada. Come on! Wake up! Come on! Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone,
but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. So, Leute. Wir haben 25 Minuten. Schau doch mal, was du hier noch in dem Raum findest. Ja, schauen wir uns mal um. Da leuchtet wieder was Schönes. Ey, ich hab Hoffnung. Ja, gut, Munition ist schon mal toll. Da beschwere ich mich nicht drüber. Aber wo ist die Lektor? Ist auch super, ich liebe euch alle, aber wo ist die Magnum? Vielleicht ist die auch in dieser Box, die du da später aufmachen kannst. Ja, ich hoffe. Ihr kriegt doch alle was ganz Leckeres, einen Keks von mir. Ich pack euch extra ein, aber macht was. So, erstmal gucken. Nee, zweimal mich wäre fatal, ne, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal, Moment mal. Das, wo ist die andere? Also 16 Schuss, schon mal top. 15 Schuss. Muss ich mal hier lagern. Das, da müssen wir gar nicht drüber reden, das muss sortiert werden. Blau. So, okay, ich verstehe. Können diese Pflanzen dich eigentlich auch vergiften? Ja, können sie. Ja. Und sie können dich vor allem direkt töten. Ich habe bis hierhin gespielt, nicht gespeichert und Steffen war am Telefon und hat nur gehört, wie ich rumgebrüllt habe, wie so ein bisschen Affe. Ja. Deswegen nehmen wir das mit und das andere. Gut, Leute, an der Stelle würde ich auch mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Es war genug Action in dem Part. Ganz genau richtig. Und ich habe auch die Schnauze voll. Bis später.